Also es war ein sehr gutes Gespräch, was wir über sehr viele Themen auch geführt haben. Wie sieht es jetzt aus mit unseren Klimaschutzmaßnahmen, Ausbau der Fernwärme, auch die Finanzierungsfragen, die natürlich dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie sieht es aus mit der Windkraftanlagen, Ausbausituation auch in Heidelberg, die konkrete Problematik auch vor Ort. Dass es wichtig ist, dass die Bürger sich auch beteiligen können an den Anlagen, hatten wir nochmal hervorgebracht. Und ein Thema, was für uns natürlich ganz entscheidend ist, Patrick-Henry-Village. Das Land baut neu auf Patrick-Henry-Village. Sind wir uns völlig einig. Wir entwickeln von Süden, sind wir uns völlig einig. Wir haben uns jetzt nur darauf verständigt, dass der Zeitplan auch konkretisiert werden sollte, damit wir auch Verlässlichkeit reinbringen in die Planung, die ja gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelt worden ist, damit beide großen Partner parallel auch ihre Entwicklung voranbringen können. Es ist einfach immer gut, wenn du gewisse Sachen auch dann schriftlich festhältst, damit auch klar ist, welche Investitionen werden wann wie getätigt. Es geht auch um große Investitionen für das Land, für uns natürlich auch. Wir gehen davon aus, dass insgesamt für die PHV-Entwicklung 4 bis 5 Milliarden Euro im Endausbau auch dort realisiert werden. Nur das funktioniert nur, wenn alle wissen, wann was passiert wann. Und ein Teil davon ist natürlich auch das Ankunftszentrum, und das ist eine wichtige Größe, weil das Ankunftszentrum auf 3/4 der Fläche sich noch befindet. Deswegen sollte möglichst zeitnah neu gebaut werden im nördlichen Bereich, dass dann umgezogen wird. Wir parallel aber auch schon andere Teile nutzen können, die Zugänge schon nutzen können, damit wir von der Entwicklung nicht so lange blockiert sind. Kutan Immobilien, meine Nummer 1, Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien.